Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind wieder unterwegs im Scania, quer durch Europa. Befinden uns gerade in Russe. Haben da Schokoriegel hingeliefert. Und jetzt geht's wieder woanders hin. Mal gucken, wo es diesmal hingeht. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video und dann würde ich sagen, ab auf die Autobahn. Was können wir denn von hier aus mal Schönes nehmen? Wo sind wir? Wir sind in Bosse. Nee, Russe. Wir sind in Russe. Ja, synchronisiert, genau. In Russe gibt es keine Aufträge. Man könnte jetzt mal hier so nach. Das sieht irgendwie so aus, als wenn da was fehlt an Straßen, kann das sein? Sind da irgendwie Straßen in der Luft hängen? Ja, hier hinten. Da hängen Straßen in der Luft. Ich vermute mal, das ist hier der Bereich, der sich noch nicht mit hier genauso Majersk in. Oh, da muss man aufpassen, dass man da nicht aus Versehen die annimmt. Da kommst du ja gar nicht ran. Konstanzer. Das wird der Bereich sein, der sich nicht mit dem Addon verträgt. Ja. Da muss man dann eben gucken. Aber gut. Hier unten, das scheint alles zu funktionieren. Kavala. Alexandropolis. Nikosia. Ach, das geht alles von Thessaloniki aus. Griechenland haben sie gar nicht mit drin. Okay. Ja, muss man dann eben gucken, dass man da nicht hinfährt. Naja, so, Aufträge. Ab Russe. Nach Bartschau. So, dann fahren wir nach Bartschau, wa? Würde ich sagen. Oder wir fahren jetzt leer rüber nach Pleven. Wir fahren hoch wieder nach Bartschau. Aber das ist auch alles hier neu. Das gab es sonst auch nicht, glaube ich. Nordmazedonien, Albanien, das Drive haben sie auch safe. erst. Die letzten Add-ons hinzugefügt, glaube ich, und die letzten Modifikationen von der Karte. Drive safe, sagt er. Ich drive immer safe, my friend. Außer samstags. Ach, verdammt. Na, Tracker einmal eben anschalten. Finde es manchmal ganz faszinierend. Ich schalte einen Tracker eher an, das Spiel fängt an zu spinnen. Im Stream sieht man, dass sich mein Kopf bewegt, aber ich sehe nicht, dass sich mein Kopf bewegt. Das finde ich schon interessant. So, das war jetzt, glaube ich, der Mammut-Trailer da, ne? Muss ich da jetzt extra. Muss ich wieder zurückfahren, ne? Man muss den da hinten noch einmal annehmen, den Auftrag. Und dann Rückwärtsgang rein und den Mammut-Trailer anpicken. Chips, Chips. Zack. Aufträge. Arad. Hä? Hä? Okay, ja, dann fahren wir nach Arad, ist ja auch egal. War trotzdem der Mammut-Trailer. Mammut? 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 Keine Ahnung. Auf jeden Fall der war's. Der da. Time to get the job done. Yes, sir. Time to get the job done. Ich habe meinen Tee, ich bin startklar. Kann losgehen. So dunkel wie das hier drin ist, sollten wir vielleicht doch mal Interior Lighting kaufen, wa? So, links rum natürlich, weil rechts rum geht's ja nicht. Turn left. Aha. Onto the road. Der Vigo.
Rumpel, rumpel. Hier ist 50 auf der Straße, ne? Ich fahre 40. Die Karre macht bald Salto. Ach, guck mal, man könnte das hier theoretisch sogar eine Garage kaufen. Das macht vielleicht irgendwann mal Sinn, wenn die, Turn left. Wenn Pro-Mods... Was ist das denn? Ist das Polizeiauto oder ist das ein Wrack? Das war mal ein Skoda. Hallo? Schon wieder haben die Vorfahrt genommen. Ich bin kein guter LKW-Fahrer. Ich bin kein guter LKW-Fahrer. Ich bin ein schlechter LKW-Fahrer. Also mein Chef ist bestimmt... Ja, mein Chef ist bestimmt voll begeistert von mir, weil ich immer pünktlich ankomme, aber... Ach, mein Chef, ich bin ja mein eigener Chef. Bleibst du da stehen? Du auch? Okay, man kann anscheinend von beiden Spuren rechts abbiegen. Das macht Sinn. Nicht. Ich bin fest davon ausgegangen, das andere ist die links abbiegende Spur. So. Sehr schön. Sehr gut. At the roundabout. Take the first exit. The second exit. Ah ja, stimmt. The first exit wäre hier. Gut. Exit now. Schon wieder ins Ausland. Wartig. Fall down. Wie spricht man das? Done? Down? 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 Keine Ahnung. Das ist Französisch, glaube ich, ne? Ja, eine schicke Ladung da hinten drauf. Wie viele Kilometer sind es denn bis Arad? 460 ist nicht unsere längste Tour bis jetzt, glaube ich. Wir hatten schon eine 500er Tour, glaube ich. Ach, guck mal. Was ist denn hier? Ist hier auf der Grenzbrücke 30 oder was? Leute, ich muss heute Abend in Arad sein. Da bin ich ewig Zeit, ne? So. Steht da nicht so doof rum, fahr da durch. Blinkt der LKW rot? Achso, der hat eine rote Lampe in der Hand und blinkt ihn an. Look Oil, müssen wir schon tanken. Keep left and then turn left. Ja, ja. Was haben wir denn noch? Ah, 800 Kilometer, da brauchen wir noch nicht tanken. Machen wir nachher. Turn left. Mhm. Jetzt, turn right. Achso, das ist eine Straße, okay. Ach ja, das war der missglückte Grenzübergang, genau. Okay, dann halten wir uns mehr in Mittel- und Nordeuropa auf in nächster Zeit. Bis ProMods ein Update rausgebracht haben für Road to the Black Sea. Ja, würde ich sagen. Das macht ja am meisten Sinn. Weil. Dann kann man dann vielleicht. Ich bin mal gespannt, wie viel die noch machen wollen. Ob es irgendwann nochmal nach Russland geht. Also, ob auch vielleicht vom Entwickler selber, von SCS selber, es noch nach Russland geht. Die haben ja schon, wenn man lebt, wie alt das Spiel eigentlich schon ist, die haben ja schon. Ja, die. Wobei es sind ja sinnvolle DLCs. Bei anderen Spielen hast du es ja häufig. Die prügeln dann einfach nur noch die Wässer. Die merken die Kuh, solange
wie noch irgendwo zappelt. Aber hier muss ich nicht sagen. Ich meine, klar, diese ganzen Fahnen-DLCs und Skin-DLCs, das ist alles Blödsinn. Aber die Karten-Add-ons, die finde ich jetzt nicht schlecht. Als Grundlage, klar, also wenn man ein bisschen moddet, dann sind die natürlich noch schöner, aber finde ich jetzt so nicht schlecht. Warum werden die alle langsamer? Hier ist 100. Keep left and then turn left. Left and then turn left. Kannst du auch schneller fahren? Danke. Ach, hier ist 50. Ja, dann fahr ich 50. Halt dich doch an die Verkehrsregeln. Selber schuld, wenn du das machst. Turn left. Ich kann nicht left turn, das hat vor mir gerade einen Auffahrunfall gegeben. Bin ich gerade voll auf den Vito drauf geknallt? Oder sah das nur so aus? Oh, ist rot. Das ist natürlich gefährlich. Oder? Ja, ist rot, ne? Ja. Dann greife ich mal mein. Oh! Dann greife ich mal meine. Wie reicht das schon, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme und der rollt los? Ne, dann greife ich mal meine Süßigkeiten-Tasche und. Jetzt mal hier ein bisschen lecker Süßigkeiten. Bleiben alle stehen, die wollen mich bevorlassen. Get ready to turn left. Ich get ready to turn left. Yes, my friend. Turn left. Keine schöne Ecke, man sieht nicht viel. Naja. Ist es hier 80? Leider ein bisschen schlecht erkennen auf dem Display, aber naja. Wir sind nur im Dunkeln unterwegs hier, ne? Get ready to turn left. Turn left. Einmal wieder auf die Autobahn, ja. Steil hier. Wieder 100, also Tempomat auf maximale Geschwindigkeit und laufen lassen.
2500 Kilometer sind wir schon gefahren mit dem LKW. Der Wohnwagen sieht ein bisschen komisch schmal aus, den er da dran hat. Passt da gar kein Bett rein. Aber wenn du längs schläfst schon. Go straight. Okay. Why is the caravan breaking? I will overtake now. You are me too slow. Go faster. You are me also too slow. Guck mal, die LKW, sie fahren alle links und überholen. Oh, da hat's gerumst, okay. Das war auf dem Hinweg auch noch nicht. Auf dem Hinweg war der Bums auf dieser Seite. Meine ich. Also da müssen sie tatsächlich noch ordentlich was reingepatcht haben, dass das jetzt geht. Finde ich echt cool, sowas. Es sieht also ein bisschen so, dass da die Würze. Oh, zufällige Begegnungen oder zufällige Ereignisse, dass du da. Was wir. Weiß ich gar nicht vor. In der zweiten oder dritten Mission hatten wir das doch auch. Da mussten wir eine Umleitung fahren, weil die Straße gesperrt war. Sowas finde ich cool. Arad. 361 Kilometer. Oh, das ist noch ein ganzes Stück. Go straight. Hm. Was mich sowieso ein bisschen nervt, ist dieses Zwanghafte von den LKWs nach links rüberfahren, wenn da einmal rechts was abgeht. Der kommt doch gleich wieder rüber. Das ist ein bisschen nicht so gut dargestellt. Geht er jetzt rüber, wenn der andere von hinten kommt? Nee, macht er auch nicht. Sein können. Autobahnende. Wieso wurden die auf einmal so langsam? Och, Kinas. Jetzt komme ich wieder nicht mehr in Gang. Einmal zusehen, dass wir ein paar Touren machen, die sich rentieren und dann die dicken Motor kaufen. Hier waren wir schon mal, ne? Ne, waren wir doch nicht. Schönes kleines Dörfchen hier. Auch wieder der obligatorische Wohnblock. Der darf ja nicht fehlen. Also mit den... diesen Leitplanken, da haben sie es ein bisschen... Die haben sie ein bisschen übertrieben. Go straight. Okay. We go straight. Ich kann auch nirgendwo anders, weil da ist zu. Die haben alle kaltweiße LEDs gekauft für ihren Wohnblock. Alter Schwede. Siehste, hier will die keiner haben. Die gehen alle nach, wo sind wir gerade? Rumänien? Bulgarien? Die kaufen die alle. Und bauen die sich ins Wohnzimmer. Alle. Da auch. Alle. Sogar in der Kirche. Okay. Bisschen, naja. Unschön. Ist hier wieder 80? Ich hab die Schilder geguckt. Das ist ein See rechts, oder? Oh ja, Fluss. Sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Fluss, an dem wir eben lang gefahren sind? Das hier was, Ampel?
Ja, die fährt zu sehr spritsparend, die Automatik. Schon wieder ein Staudamm. Ist hier das Land der Staudämme oder was? Aber hier ist das Wasser auf der anderen Seite auch nicht höher. Ist genauso niedrig. Naja. Sprechbahn. Hier, die haben auch kaltweißes Licht. What is this? Wahnsinnig, einfach Baken in der Mitte. Junge, Junge, Baustelle an Baustelle, wa? Machen sie hier? Oh, verlegen, wie es aussieht, ja. Sehr ständige Ampel. Ist wieder ein Staudamm. So, da ist das Wasser jetzt so hoch. Und hier? Ne, ist tatsächlich niedriger, oder? Aber nicht viel. Ist nur minimal. Naja, ist nicht nett, den zu blenden, ne? Ist hier vorne wieder vierspurig? Sieht so bald so aus. Was ist denn hier? Ah, ein Truckstop. Schön. At the roundabout, take the second exit. Second exit einmal gerade rüber, okay. Exit now. Exit now, I'm at exiting, my friend. You are my exit man. Keep right, and then exit right. Ja. Leider die Putzi leider die dicht gemacht. Right. Ist gesperrt. Kann ich nie rein. Rerouting. Oh. War es aus der anderen Richtung auch gesperrt? Ja, war es auch. Ist beides gesperrt, da kann ich nicht lang fahren. Mal gucken hier, wo wir lang können. Okay, einmal durchs Dorf durch, ja. So, das wird das Stück sein, was hier gesperrt ist. Fahren wir hier einmal durchs Dorf durch, ist ja kein Problem. Let's get this job done. Würde ich sagen, aber wenn wir sowieso schon hier durchfahren, ne? Will ich auch eben da lang fahren. Eben gucken, was sie hier für Händler haben. So. Ja, gucken wir eben, was sie hier für Händler haben. You've got the contract. Now go. Nee, weil das Navi wollte jetzt, dass ich umdrehe und dann da gleich wieder zurückfahre, aber auf der anderen Seite stand ja auch einer, hat das gesperrt. Macht ja keinen Sinn, dann wären wir ja dreimal im Kreis gefahren, das wäre ja Blödsinn. At the roundabout, take the second exit. Second Elfeld. Hier ist aber Verkehr. Ah ja, so. Exit now. Yep, yep. Was war das denn? Hä? Wo bin ich denn drauf gepfeffert? Keep
right. Hauptsache der then turn right. Trailer hat keinen Schaden genommen. Der Rest ist egal. Right. So. Mercedes-Benz Händler. Get ready to turn left. Jojo. So, hier ist noch ein Driver-Job-Dings. Und ich muss schon wieder schlafen gehen. Da ist frei und rum. Get ready to turn left. Yep, yep, machen wir. Turn left. Already turning. Kommt da was? Da kommt noch einer. Da kommt nichts. So. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Exit now. Yes. I'm exiting, my friend. Haben wir McDonald's at vorbei? Take the first exit. Haben wir mit dem 40-Tonner durch den Drive? Exit Fahrrad, now. Siehste. Was haben wir hier in der Tanke? Muss ich schon? Ich glaube, ich muss noch nicht, ne? 600 Kilometer, ne, ne. Aber ich muss wahrscheinlich bald mal, ja, schon eine Pause machen. Das ist aber ja kein Problem. Exit now. So, dann gleich rechts rum. Turn right. Auf die Autobahn. Wie lange sagt er, brauche ich noch bis Arad? 3 Stunden. Gut, müssen wir vorher nochmal schlafen gehen. Das passt nicht anders. Das ist aber ja okay. So, was gibt's hier? Mopeds verboten, Träger verboten, Menschen verboten. Weder noch davon. Ich glaube, Saab hat weder, nicht Saab, Scania hat weder Mopeds noch Trecker gebaut. Ach, deswegen ist hier verboten, ist hier gesperrt gewesen. Guck. Da steht ein Hubschrauber. Deswegen ist die Straße gesperrt. Schön. Also für denjenigen, der jetzt den Hubschrauber gebaut hat, wahrscheinlich nicht, aber ist doch mal ein ganz nettes Gimmick, dass du dann auf einmal woanders langfahren musst. Auch schön, dass die Umwege nicht so groß sind, dass du dann echt nur durch die Stadt musst. Das finde ich echt cool. Cool gemacht. Würde mich interessieren, wie weit man hier in den Dreck rausfahren kann, aber das mache ich nicht. So, 100 km/h dürfen wir fahren. Hervorragend. Ach, das war wieder hier der, ja. Der Tracker Air Reset Fußtaster. Ich werde müde. Dann geht wieder das Getriebe auf Leerlauf. Warum auch immer, warum zum Teufel steht Leerlauf auf Steuerung? Also wer sich das ausgedacht hat, ne? Da ist der Tanke, da fahren wir ran, da pennen wir eben. Tanken fahren. Ach Quatsch. Das reicht noch bis Arad. Tanken wir in Arad einmal voll, die Karre. Was steht denn hier alles Schönes? Ein Renault. Ein Schran. Das könnte ein Benz sein. Ja, nur BMW. BMW, wa? Ja. Achso, hier sind keine so eine Durchfahrtdinger, hier sind solche, ja. Und weiter geht's im Hellen. Juhu! Auch mal schön. Ich meine, ich fahre in der Realität gerne nachts, aber hier im Spiel, man sieht ja nichts. Ist dann ja. So.
Go straight. Okay, straight ahead, my friend. We can do that. Die Polizei. Für meinen Geschmack stehen hier viel zu viele Leitbarken rum. Oh, guck mal, ein Airstream. Wohnwagen. Schön. Sehr schön. Schade, dass dieser super blitzende Tankwagen nicht auch noch die Autos spiegelt. Aber das, upsa, aber das kann er wohl nicht. Mich sieht man nicht. Ne. Naja. So, jetzt geht's bergab. Jetzt hole ich wieder auf. Bei Regen. Boah. Go straight. Jo, machen wir. Ach, guck mal, gleich das ganze Autobahnkreuz freigeschaltet. Oder erkundet. Kennen jetzt das komplette Autobahnkreuz. Nach Arad wollen wir. E79. Ach, deswegen haben wir das komplette Autobahnkreuz erforscht, weil da kann man gar nicht abbiegen. Bin ja gar nicht auf dem Streifen. Fängt viel zu früh an. Da ein Bus verhungert? Scheint so. Was sind denn das für Betonwände? Ach, das sollen Lärmschutz-Steinmauern sein, oder was? Okay. Sieht ein bisschen so aus, als wenn die Straße splittersicher machen wollten. Aber für den Behelfsflugplatz hat die zu viele Kurven. Also wieder die Überreaktion vom Lenkrad. Noch ein Pajero. Halt, so weit kann es aber eigentlich nicht mehr sein. Wir müssen eigentlich fast da sein, denke ich mal. Hui! So. Tag dein Freund. Jawohl.
Hui. Berge, Berge, Berge. Wie weit haben wir es noch? 107 Kilometer. Ach, guck mal, da vorne waren wir auch schon mal. Da sind wir das letzte Mal abgebogen. Als wir nach, keine Ahnung, wo gefahren sind. Soll tanken. Ach komm, Schnuckiputz. Das gehen noch 470 Liter. 470 Kilometer. Ich habe noch 207 Liter im Tank. Das reicht doch noch eine halbe Ewigkeit. Das machen wir schön, wenn wir abgeliefert haben. Vorher tanken wir nicht. Dann haben wir wieder frisches Cash im Tank. Oder in Portemonnaie. In the Portemonnaie. Yes. Ich glaube, wenn man ein Lenkrad mit einer vernünftigen, mit 900 Grad Drehwinkel, was die von Logitech ja haben, die aktuellen, dann verreißt man das Lenkrad nicht so schnell. Dadurch, dass ich halt nur so wenig habe, ist halt jede kleine Bewegung, die ich mache, echt. Hui. Dahin immer noch ein Rad. Oh, das ist wieder das, was ich meinte. Zack, Millimeter zu weit auskorrigiert. Das Ding überschlägt sich fast. Na, mal gucken, ob ich da irgendwann mal Lust habe, das Geld zu investieren. Ich fahre mich nicht aus dem Streifen, ne? Man hört das Gerödel die ganze Zeit. Ich bin permanent, ja, jetzt bin ich mit den Rädern drauf, aber ich bin eben die ganze Zeit neben Streifen gefahren und der rödelt trotzdem. Ich weiß gar nicht, wenn ich mein Force Feedback anmache. Ah, das wird noch schlimmer. Man sieht ja, wie das Lenkrad flattert. Hui. So. Check it, da waren wir letztes Mal, ne? Genau. Ne? Kreditraten? Wahrscheinlich, ne? Ja, für alles andere wäre ein Pop-up gekommen. Da müssen die Kreditraten gewesen sein. Das ist ein Opel, sieht aus wie ein kleiner Opel, ein alter Opel, ne? Ja, Opel Astra. Astra Kombi. Ja. Aber Vectra? Ne, das ist glaube ich ein Astra. Vectra sieht ein bisschen anders aus. Gab es den Vectra oder als Kombi? Weiß ich jetzt gar nicht. Astra gab es als Kombi und Omega, aber hat sie aus dem Vectra auch gehabt? Weiß ich gar nicht, bin ich mir nicht sicher. Müsste man nachgucken. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Yep. Exiting. Und Gas. Okay. Da sind wir schon in Arad. Mein erster Aufenthalt in Arad. Ja. The second exit, also dem Astra hinterher. Okay. Exit now. Ein Renault-Händler haben wir gefunden. Ja. Wir sind zwar noch nicht auf dem Hof, aber. Ist hier ein Truecom. Okay. Das
Passt noch, passt nicht mehr. Ich wollte es nicht durchreißen, naja, was soll's. Go straight. Schöner Volvo. Ein schönes kleines Dörfchen hier. Schick gemacht. Kleine Bushaltestelle. Zäunchen, Mäuerchen. Die Mauer ist jetzt nicht so schick gelungen. Sieht eher aus wie. At the roundabout. Naja. Take the first exit. Jo, Mokwi. Da Mokwi wohl. Da geiler rechts rum. Und dann geiler hier. Und wieder. Das. Keep left and then turn left. Es ist 10:30. Warum klingelt meine Uhr so häufig? Habe ich vergessen. Ich glaube, ich habe gestern Freitag vergessen, sie aufzuziehen. Dann legt sie bestimmt gerade für 10 Uhr. Da muss ich gleich mal einen Fix machen. Left und direkt right, also da vorne rein, wa? Aus gar nicht sehen, ist der da rein. Okay, alles klar. Golf? Könnte ein Golf sein. Turn right. Ja. Oh, ich fände dich noch einmal. Ja. Turn left. Ja, geradeaus wäre auch blöd. Da ist der Bahnhof. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Ja, wo müssen wir rein? Da? Auf dem Parkplatz hier vorne? Turn left. Ja, hier vorne auf dem Parkplatz. Ach du Hilfe. Ja, und dann da in die Rampe rein, wa? At your destination. Ah, hallo. Your route guidance is now finished. Ja. Da runterdrücken. Was haben wir denn geladen, dass das zum Supermarkt muss? Wahrscheinlich Backsteine oder so. So. Da muss das Scheißding jetzt rein, da. Schon berührt. Passt aber. Zurück. Jetzt voll einschlagen. Müsste es gehen. Hey.
Luftpumpen. Da habe ich 2 cm zu dem Auto, was da steht, ne? Ja. So, packt er da auch so doof. Ja, nee, ist klar. Ja. Oh, jetzt habe ich den angetickt. Ey, das ist eine blöde Lücke. Hier kommt er gar nicht rein. So. Drücke ich da jetzt so drauf. Was eine blöde Ecke, ey. Was ein Gekurbel. Boah. Ich hab doch gar nicht gebremst. Oh. Also das haben sie echt übertrieben, finde ich. Das ist echt nervig. Ich finde das ja schön, dass du das simulieren mit der Luft, aber wie gesagt, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du den im Normalbetrieb nur mit Luft rauspumpen leer kriegst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von 3-4 Mal hin und her rangieren darf eigentlich doch nicht der Kessel, der kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin kein LKW-Fahrer, ich kenne mich da nicht so mit aus, aber...
Was ist das jetzt? Okay, here we go. Boah, Kerl, ey. So. Schieben wir die restlichen 3 Meter zurück. So. Ausladen. Was eine Kurbelage, du. Aber immerhin. 10.000 hat's gebracht. Ein paar EP hat's gebracht. Sehr schön. So. Das war das. Was ein Gekurbel da rein. Ja. Ich vermute mal, in der Realität würde man die 3 Parkplätze dagegenüber einfach leer räumen, wenn die Lieferungen kommen. Oder die Lieferungen kommen zu Zeiten, wo da sowieso keiner steht. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Auch wenn es ganz schön nervig war. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame auch viele andere Dinge, wo ich denke, dass sie hier auf YouTube keinen Sinn machen. Das, was ich hier auf YouTube mache, hat ja alles mehr so einen mehr oder weniger Zusammenhang. Auf Twitch streame ich halt das, was ich gerade zocke. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal in Ara.